Die Große Koalition hat ein neues, milliardenschweres Hilfspaket in der Corona-Krise beschlossen. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD einigten sich am Mittwochabend auf weitere Hilfen für einkommensschwache Haushalte, die Gastronomie, den Kulturbereich und für Unternehmen. Die beiden SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans bezifferten das Paket zusammen auf mindestens 7,5 Milliarden Euro. Die Spitzen der Koalition hatten erstmals mit dem neuen CDU-Chef Armin Laschet getagt und die Ergebnisse nach 4,5-stündigen Beratungen im Kanzleramt mitgeteilt.